Wie man bei einem Lazy Whirlpool, in diesem Fall in Palm Springs, völlig egal welcher, die Luft auffüllt, wenn schon Wasser drin ist. So, ich habe hier das mal schon mal gelöst. Wie ihr sehen könnt, hier ist kaum mehr Luft drin. Wie ihr auch sehen könnt, hier fehlt das Luftkissen. Ja, da muss man den halt ein bisschen hier in die Sonne legen, dass er trocknen kann. So, hier, ne? Keine Luft mehr drin. Wie macht man das? Man nimmt die Luftpumpe und pumpt so ein bisschen auf. Nee, guck mal hier. So. Wir haben hier drei Kappen. Das Video soll extra kurz sein, dass es einfach sofort erklärt wird. Ihr schraubt den großen Dings weg, den Filter weg, Kappe drauf. Wo ist noch eine? Hier. Zweite Kappe drauf, auf beide eine Kappe drauf. Stöpselt das und das ab. Und das da, da kommt sowieso kein Wasser raus. Dann stellt ihr den Kasten ein bisschen rüber. Füllt ihn ganz normal auf mit dem Luftschlauch. Den habe ich jetzt in der Garage noch. Und dann schließt es wieder an und dann habt ihr ihn aufgepumpt, ohne Wasser rauszulassen. Ganz simpel. Tschüss, viel Spaß, viel Gesundheit euch und eurer ganzen Familie.